Christian Ambord als Kantonsarzt, wenn man jetzt die Studienresultate hat vom Gesundheitsökonom, vom Willi Otschier, man sagt, im Oberwallis quasi ein einziger Standort wäre optimal. Insgesamt, wie seid ihr jetzt zufrieden mit den Resultaten, die jetzt in uns kommen? Ich denke, es ist wichtig, dass wir den Patienten den Mittelpunkt stellen mit den vorhandenen Ressourcen, die wir haben. Es wird das Maximum für den Oberwalliser Patienten rausholen. Und mit den Ressourcen meine ich nicht nur finanzielle Ressourcen, das ist das eine, was der Kanton hat, aber es geht um die personellen Ressourcen. Die Entwicklung von der Medizin geht dahin, dass es immer spezialisierter wird. Für alles braucht es einen Spezialist. Und wenn man an mehreren Standorten die ähnlichen Spezialitäten hat, dann hat man plötzlich das Problem, dass man nicht genug an Leute haben, die das können abdecken können. Dadurch, dass wir alles zusammen in ein Zentrum bringen, können wir für den Patienten einheitliche Behandlungswege anbieten. Und ich denke, das ist ein grosser Vorteil für den Patienten. Die Frage, die man sich hat, oder die Angst, die man immer wieder hat, wenn man sagt, ja gut, zusammenlegen heisst eigentlich auch Personal abbauen. Ich denke, es heisst nicht Personal abbauen, es ist eher das Gegenteil. Wir müssen schauen, dass wir wirklich das Personal überhaupt bekommen, das wir brauchen, für eine hochstehende Dienstleistung anzubieten. Also muss man jetzt nicht davon ausgehen, wenn man sich jetzt auf einen Standort fixieren, dass da Leute entlassen werden? Ganz sicher nicht. Das ist das Gegenteil, dass wir eine bessere Leistung mit hochqualifiziertem Personal anbieten können. Wer seid ihr vom Staatsrat gehört? Das heisst, man will wirklich Fakten zusammentragen, um nachher die Entscheidung zu treffen. Aber schlussendlich haben wir immer im Hintergrund, das ist der Warschlag im politischen Entscheid. Wie fest Sorgen macht man sich da als Kantonsarzt, wie weit die Politik da Einfluss nimmt, weil es ja schlussendlich der Mensch oder der Patient sollte im Mittelpunkt stehen. Ich denke, was der politische Entscheid ist, ist Brieg, ist Fisch. Das sind politische Entscheide, was die Qualität der Betreuung ist. Ich denke, die steht nicht zur Diskussion. Die ist klar, man will die beste Qualität, das optimale Qualität für den Patienten haben.